Betongold versus Gold. Soll ich mir lieber eine Immobilie oder einen solchen schönen Goldbarren kaufen? Wer mich kennt, weiß, dass ich Goldback bin. Deshalb besitze ich keine fremdvermietete Immobilie, sondern habe lediglich mein Eigenheim. Dieses Video ist ein sehr persönliches Video, wo ich Ihnen meine Meinung wiedergebe, warum ich persönlich keine Immobilie als Kapitalanlage besitze und mich für Gold entschieden habe. Es obliegt Ihnen, ob Sie sich dieser Meinung anschließen können oder ob Sie sagen, Herr Schieferstein, danke für die Argumente, aber ich sehe das anders. Also vollkommen frei. Ich möchte Ihnen nur mein Meinungsbild wiedergeben. Was verpasse ich dadurch, dass ich keine Immobilie als Kapitalanlage habe? Ich verpasse eine gehebelte Kapitalanlage, denn je nach Vermögenssituation ist es möglich, dass ich eine Immobilie zu 100% finanziere, sprich ich gar kein eigenes Kapital einbringen muss, sondern alles mir von der Bank leihe und sich die Immobilie dadurch trägt, dass die Mieteinnahmen, die ich habe, höher sind als die Tilgungsleistung, die ich zu erbringen habe. Gold ist hier eindeutig im Nachteil. Gold ist bis maximal 70% beleihbar, meist nur bis 50%. Habe ich Geldbedarf, ist Gold auch schwieriger beleihbar als mein Haus. Klar, ich könnte das Gold verkaufen, aber wenn ich es beleihen will, ist es weniger einfach als mit einem Haus, wo ich eine Grundschuld habe, die nicht voll ausgelastet ist. Da rufe ich meinen Banker an und sage, hier, ich habe eine Grundschuld von 500.000, aktuell habe ich nur 200.000 Schulden mit drauf, ich brauche 100.000 Euro. Dann werde ich von Ihnen sehr wahrscheinlich das Geld bekommen. Für Gold ist dies schwieriger. Eine mögliche Lösung könnte das Solid-Wertelager sein. Mehr dazu unter goldsilbershop.de unter der Rubrik Sicher lagern. Außerdem habe ich keine fortlaufenden Einnahmen durch die Miete, wie ich sie bei einem Haus mit habe. Gold kostet eventuell sogar noch Geld für die Lagerung. Trotzdem habe ich mich für Gold entschieden und nicht für die Einnahmen durch die Miete. Außerdem könnte die Wertsteigerung der Immobilie deutlich höher sein als Gold. Das kann ich auch bestätigen. Ich habe vor ungefähr 10 Jahren ein Haus gekauft und würde ich es heute verkaufen, werde ich wahrscheinlich das Doppelte bekommen, als ich damals dafür bekommen habe. Zweifelsohne gab es in der Vergangenheit große Wertsteigerungen und vielleicht gibt es diese auch in der Zukunft. Aber auch auf diese verzichte ich, indem ich jetzt keine vermietete Wohnung kaufe und weitervermiete. Ein ganz großes Argument, das immer von den Bausparkassen erwähnt wird: Eine Immobilie ist die einzige Altersvorsorge, in der ich heute schon wohnen kann, die ich heute schon mit nutzen kann. Ja, haben Sie vollkommen mit Recht. In einem Eigenheim, das ich auch mit besitze, trifft das durchaus mit zu. Bei Gold bleibt es mir nur, dass ich mein Gold mit ansehen kann. Ich kann es nicht bewohnen, nicht intensiv mit nutzen. Es liegt nur blöd mit rum. Ich verzichte auch auf Steuervorteile, die ich durch Abschreibung haben könnte mit einer Immobilie. Oder geringe Ertragsbesteuerung, die ganz einfach im Rahmen einer Holdingstruktur, die wirklich jeder, der ein bisschen Immobilien besitzt und bereit ist, GmbHs zu gründen, aufsetzen kann. Dafür habe ich mit Gold das letzte legale Steuersparmodell, wie ich das kürzlich in diesem Kanal in einem Video erläutert habe. Das Video finden Sie am Ende dieses Videos im Abspann. Alternativ kann ich Ihnen empfehlen, mein Buch Gold und Silber für Einsteiger zu lesen, das Sie unter gold-buch.com kostenfrei bestellen können. In dem Video erkläre ich Ihnen nicht nur, worauf Sie von Anfang bis Ende achten müssen, wenn Sie in Gold investieren wollen, sondern auch, welche großen Steuervorteile letztendlich Gold mit hat. Weil da konnte ich jetzt mal simpel mit sagen, auf meine Wertzuwächse auf Gold zahle ich keine Steuern, ich brauche mich nicht um die Steueroptimierung zu kümmern. Ich habe Ihnen jetzt erläutert, worauf ich alles verzichte. Aber warum mache ich das? Sicherlich nicht, weil ich ein schlechter Kaufmann bin, sonst wäre ich nicht seit über 20 Jahren Unternehmer. Es liegt konkret daran, dass ich mir bestimmte Risiken ersparen möchte. Diese möchte ich Ihnen nun erläutern. Es ist zum einen die Überbewertung von Immobilien. Die Preissteigerungen der letzten Jahre haben mich auch erfreut. Wie bereits erwähnt, mein Haus ist heute wahrscheinlich doppelt so viel wert wie vor 10 Jahren. Es nutzt mir nur nichts. Ich habe diesen Mehrwert nur auf dem Papier, weil wenn ich das Haus verkaufen würde, müsste ich eine andere Immobilie kaufen und auch die kostet mit mehr. Diese Preissteigerungen, die es gab, die sind nicht gesund und nicht natürlich. Ich glaube nicht, dass Sie die in den nächsten 10, 20 Jahren so fortschrauben mitkommen. Woher sie kommen, kann jeder nachvollziehen. Das ist einfach die Everything-Bubble. Wegen der enormen Geldmengenausweitung. Es gibt enorm viel Geld, es gibt Anlagenotstand und deshalb steigen die Immobilienpreise. Das wird aber nicht Ewigkeiten so mit weitergehen. Liquidität und Fungibilität ist eine große Sache. Das Gold hier habe ich heute noch zu Geld gemacht und nicht, weil ich Edelmetallhändler bin, sondern weil ich zu einer Bank gehen kann, zu einem Edelmetallhändler, zu einem Juwelier oder ähnliches. Wenn ich meine Immobilie verkaufen möchte, ist der Verkaufserlös nicht so gut mit planbar. Ich kann hier nachgucken auf goldsilbershop.de, was ist das Ding heute wert, was ist es morgen wert und kann es dann halt mit verkaufen. Wenn ich ein Haus verkaufen möchte, ist der Preis und auch der Zeitpunkt und die Dauer schlecht planbar. Es kann sein, dass ich mein Haus zu den Preisvorstellungen, die ich habe oder die ich haben muss, weil ich die entsprechende Rechtsschuld noch mit habe, erst in ein paar Monaten realisiere oder dass mein Haus einfach unattraktiv mit ist und es keiner kaufen möchte.
ein Zinsänderungsrisiko. Und ich glaube, das ist gerade ein sehr akutes Risiko. Die Zinsfestschreibungen sind in der Regel nicht über die komplette Laufzeit, sondern 10 Jahre, manche machen jetzt auch 15 Jahre oder ähnliches. Wir haben aktuell ein sehr niedriges Zinsniveau. Auch da kann ich erzählen, als ich vor 10 Jahren das Haus finanziert habe, hat mich die Finanzierung 3,2% gekostet. Als ich jetzt die Verlängerung gemacht habe, klar, ich habe auch mittlerweile den Schuldenstand ordentlich reduziert, war es weniger als 1%. Innerhalb von 10 Jahren, und da waren damals schon die Zinsen niedrig vor 10 Jahren, ist der Zinssatz um 2/3 gefallen. Was ist, wenn er jetzt wieder von den 1% auf die 3% ansteigt? Dann ist er im langfristigen Durchschnitt gesehen immer noch mit günstig. Aber letztendlich ist es halt so, dass das, was Sie an Tilgung leisten müssen, hat sich verdreifacht von den Kosten her. Und ich glaube, dass sich das viele Leute nicht leisten können, dass das viele Leute nicht richtig mit einplanen. Das hat dann einfach zur Folge, dass sich meine Tilgung eventuell verdreifacht mit hat. Und dann stelle ich die Frage, ob der Familienvater sich auf einmal anstatt 500 Euro 1500 Euro im Monat leisten kann. Viele wahrscheinlich nicht. Und das merkt man bereits jetzt. Die Zinsen steigen und der eine oder andere, der jetzt prolongieren muss, habe ich schon gehört, oh Mann, das wird jetzt auf einmal alles teurer. Nicht nur Gas wird teurer, nicht nur sonst die Lebenshaltungskosten werden teurer, sondern auch meine Finanzierung. Und ich glaube, dass dieses Zinsänderungsrisiko zum einen für viele dafür sorgt, dass sie sich ein Haus nicht mehr leisten können. Und das wiederum kann zur Folge mit haben, dass viele Leute ihr Haus zwangsverkaufen müssen, weil sie auf zu großen Fuß die letzten Jahre gelebt haben. Dadurch kann es auch mitkommen. Ich glaube, dass das ein großes Risiko ist für die Beendigung der Überbewertung der Immobilien oder der Preissteigerung, weil halt auf einmal mit steigenden Zinsen immer mehr Leute ihre Immobilie verkaufen müssen, weil sie sich diese schlichtweg nicht mehr leisten können. Ein weiterer Punkt ist der Einnahmeausfall. Wenn ich den Kredit nicht bedienen kann, kommt es zur Zwangsversteigerung und die Bank hat nicht das Interesse daran, dass für die Immobilie möglichst viel Geld mit rauskommt, dass ich noch einen dicken Gewinn danach in der Tasche habe. Der Bank reicht es aus, wenn ihre Schulden danach getilgt sind. Ob das 9 Euro mehr bringt oder nicht, das ist nice to have für die Bank. Die Bank will da einfach nur was mit raus. Und bei den Einnahmeausfall gibt es vielfältige Gründe. Es ist ja letztendlich halt mit so, dass die Leute sich gegebenenfalls die Miete auch gar nicht mehr mit leisten können. Es können Mietnomaden sein, die sie über Monate oder Jahre vielleicht gar nicht aus ihrer Wohnung rauskriegen. Und wenn sie diese irgendwann mal rauskriegen, dann können sie diese kernsanieren, weil die komplett verwüstet ist, unbrauchbar ist. Sie viele tausend Euro dort mit rein investieren müssen. Und genauso, man hat es jetzt in der Pandemie gesehen, ja, über die ganze Corona-Zeit. Ja, es gab Förderung. Trotz allem gibt es Unternehmer, die pleite gegangen sind. Oder auch sonst Personen, die in Kurzarbeit waren, die nicht mehr über die Runden gekommen sind. Die einfach vielleicht die Miete auch gar nicht bezahlt haben oder zahlen konnten, weil sie nicht wussten, womit sie sonst ihre Lebensmittel kaufen sollen, mit denen sie ihre Kinder mit ernähren. Also eine Pandemie, wenn diese wieder mitkommt, kann dazu führen, dass bei Gewerbeimmobilien keine Einnahmen entstehen, dass auch Mieter ihre Miete nicht mehr bezahlen können, weil sie schlichtweg nicht mehr Einnahmen haben oder nicht mehr genug Einnahmen mit haben. Oder auch in der Corona-Zeit, es dauert Monate, es hat teilweise ein halbes Jahr lang gedauert, bis man letztendlich die staatliche Förderung erhalten hat. Und der Mieter kann dann gegebenenfalls ein halbes Jahr lang die Miete nicht bezahlen. Sie müssen aber gegenüber der Bank weiterhin die Tilgung leisten. Können Sie das? Es ist ein Risiko, das nicht wegzudiskutieren ist. Genauso Inflation. Sie ist aktuell auf einem Rekordniveau, wie wir sie kaum mit kannten. Und ich glaube, diese wird uns die nächsten Jahre, Jahrzehnte mit begleiten. Es wird dazu kommen, dass viele Menschen sich ihre Lebenshaltungskosten nicht mehr leisten können werden. Wir merken es jetzt schon. Wir brauchen einen Tankrabatt. Es gibt ein 9-Euro-Monatsticket und sonstige Sachen und so weiter. Aber wir haben jetzt gerade erst seit einem Jahr diese hohen Inflationsraten. Was ist denn, wenn es 10 Jahre lang passiert? Wenn auf einmal die Inflation die Hälfte ihres Vermögens oder die Hälfte ihrer Einnahmen, die sie heute mit haben, aufgefressen mit hat. Wenn Sie der Meinung sind, dass 4 Euro für einen Liter Sonnenblumenöl günstig waren, dann werden sich viele Leute die Miete nicht mehr leisten können. Und dann haben Sie gegebenenfalls auch ein moralisches Problem. Werfen Sie die junge Familie mit dem frisch geborenen Kind auf die Straße, weil sie die Miete nicht bezahlen? Oder bringen Sie das nicht über das Herz? Diese Entscheidung muss ich mich nicht stellen, weil ich keine Immobilie besitze, die ich vermiete. Genauso greift die Inflation auch auf die sonstigen Kosten, die ich mit habe. Für die Renovierung, die auf einmal das Doppelte kostet, wie es früher mit der Fall war. Die Anschaffungen steigen. Und auch noch bei den Anschaffungen, sie werden später immer schwerer umlegbar. Und vor allem muss ich sie erst einmal vorstrecken. Ich mache das Dach neu, keine Ahnung, kostet 100.000 Euro. Mit einer PV-Anlage, sonst wie es mit drauf. Ich muss das Geld erst einmal mit vorstrecken und kriege es dann bestenfalls über die Abrechnung in den nächsten Jahren wieder mit zurück. Es muss ja nicht nur so mit sein, dass das, was Sie neu anschaffen müssen, was Sie renovieren müssen, dass das teurer mit wird. Die Materialknappheit macht uns ja auch richtig zu schaffen. Die Heizung geht kaputt. Eine neue Heizung, wie sie wirtschaftlich für Sie wäre, ist aber nicht lieferbar. Sie gehen einen Kompromiss mit ein, anstatt einen Idealkauf.
Was meistens zur Folge hat, wer zu billig kauft, kauft zweimal, dass sie irgendwann einmal eine Folgeinvestition tätigen müssen. Da greift dann das nächste Thema. Immer weniger Ausgaben, die mit dem Haus entstehen, sind umlegbar. Die Tage kam die Meldung, dass die CO2-Ausgaben, dass sie in dem Verhältnis, wie energetisch ihr Haus ist, zwischen Ihnen als Vermieter und Mieter umgelegt werden kann. Und ich glaube, dass das noch weiters mit reingeht, dass immer mehr Ausgaben an Ihnen als Eigentümer hängen bleibt und Sie immer weniger Ausgaben auf die Vermieter, auf die Mieter umlegen können. In dem Zusammenhang sei auch der Mietenpreisdeckel genannt. Ich glaube, dass es der Politik wichtiger ist, den sozialen Frieden zu haben, als ihre Vermieterinteressen zu berücksichtigen. Deshalb glaube ich, dass im Zweifelsfall, wenn ein Großteil der Bevölkerung sich die Miete nicht mehr leisten kann und die Nebenkosten, wie wir es jetzt ja schon mit sieben den ganzen Zuschüssen, dass dann sie im Zweifelsfall eher auf der Strecke bleiben, als die Mehrheit der Menschen, die Mieter sind. Berlin macht es vor. Das Thema Enteignung wird in den nächsten Jahren auch ein immer größer werdendes werden. Sie als Vermieter bekommen keine Anerkennung. Es ist gesellschaftlich nicht so, dass sie gelobt werden dafür, dass sie einen Großteil der Einwohner einer Stadt einen Wohnraum zur Verfügung stellen. Wenn Sie 100 Wohnungen besitzen, ist es nicht so, dass irgendjemand sagt, hey, Herr Schäferstein, total klasse, dass Sie 100 Familien einen Wohnraum zur Verfügung stellen. Im Gegenteil, Sie sind der böse Immobilienbesitzer, der Kapitalist oder ähnliches. Um es ganz klar zu sagen, ich habe selbst kein Verständnis dafür, wenn Wohnraum absichtlich leer gehalten wird oder Wohnungen heruntergewirtschaftet werden, die Menschen unter unmenschlichen Bedingungen leben müssen, weil irgendjemand auf Wertsteigerung oder ähnliches mit spekuliert. Davon möchte ich mich ausdrücklich distanzieren. Ich möchte aber klarstellen, dass das Risiko der Enteignung besteht und dass es immer mehr gesellschaftlich salonfähig mit wird. Der nächste Punkt ist die Vermögensabgabe oder hohe Grundsteuer. Es löst ja gerade neue Wellen aus, dass jetzt die Grundsteuerberechnung komplett neu gemacht mit wird. Und es löst auch die Sorge mit aus, dass es in den nächsten Jahren höhere Abgaben geben könnte. Das EU-Vermögensregister ist ein weiteres Stichwort. Es ist geplant und es ist in der Umsetzung, dass letztendlich alle Vermögenswerte, die Sie besitzen, erfasst werden. Und dann ist es ein ganz logischer weiterer Schritt, dass es Vermögensabgaben gibt für die bösen Reichen, die bösen Immobilienbesitzer. Und da werden Sie als Immobilienbesitzer es sehr, sehr leicht haben, oder die anderen haben es sehr leicht, auf Ihr Vermögen zuzugreifen. Weil es steht ja im Grundbuch drin, es ist über die Steuerbescheide leicht ermittelbar, was der Wert mit ist. Und Ihnen darauf eine Steuer von X zu belegen, ist sehr, sehr, sehr simpel. Das geht Ihnen genauso, wie wenn Sie hohe Vermögen auf Bankkonten oder Depots und ähnliches mit besitzen. Gold ist hingegen je nach Anlagebetrag anonym mitkaufbar. Und selbst wenn Sie es nicht anonym mitbekauft haben, ist es erst einmal nicht so leicht zugreifbar, weil der Vermögenswert nicht so leicht erfasst ist, wie es bei einer Immobilie der Fall ist, bei meinem Kontostand oder meinem Wertpapierdepot. Ich habe die Möglichkeit, es für sich zu kaufen, es versteckt aufzubewahren. Ich kann es auch vom staatlichen Zugriff schützen, indem ich es im Rahmen internationaler Lagerstrategien, wie wir es mit dem Solid-Wertelager anbieten, irgendwo anders aufbewahre. Es gibt also vielfältige Möglichkeiten, mein Vermögen mit Edelmetallen zu schützen. Ein weiterer Punkt, der vielleicht auch gar nicht so greifbar war, mit einer Immobilie bin ich immobil. Ja, ja, ich weiß, immobil kann ich nicht so leicht mit bewegen. Aber was heißt es denn? Genug Beispiele in den letzten Jahren, so gerade ein paar Monate alt. Sie sind stolzer Besitzer eines Einfamilienhauses in der Ukraine gewesen. Ha, blöd gelaufen. So, also Kriege können Ereignisse mit sein. Und wir haben mittlerweile einen Krieg in Europa. Die dafür ist halt mit Sorgen, dass es sehr schön wäre, wenn Ihr Vermögen mobil ist. Das sind Sie mit der Immobilie nicht. Die wird Ihnen weggebombt und dann bekommen Sie diese noch nicht einmal von der Wohngebäudeversicherung versichert, weil kriegerische Ereignisse nicht versichert mit sind. Ja, okay, in Deutschland, wir wagen den Ausstieg aus der Atomkraft, aber wir haben es in Fukushima gesehen, ein Industrieland, das hochtechnologisiert ist wie wir. Es kommt zu einem Atomunglück und eventuell ist einfach Immobilie verstrahlt. Selbst wenn wir in Deutschland keine Atomkraftwerke haben, um uns herum gibt es genug, auch das Risiko besteht. Windräder ist, wir wollen ja die Energiewende halt mit schaffen. So, ich habe ein schönes Haus auf dem Land, naja, und demnächst gucke ich auf ein großes Windrad. Das wird letztendlich die Wertigkeit meiner Immobilie senken. Genauso, ich bleibe bei Atomkraftwerken. Es ist noch ungeklärt, wo die Endlager für die ganzen Atommülle mit hinkommt. Vielleicht kommt das Endlager zu mir in die Nähe und wertet den Wert meiner Immobilie mit ab. Der Klimawandel kann dafür sorgen, dass die Lokalitäten, in der sich meine Immobilie befindet, einfach nicht mehr so attraktiv es mit ist, weil, keine Ahnung, es kommt zu einem Waldbrand, die Hütte brennt ab, drumherum ist alles vertrocknet, was auch immer. Es gibt viele Veränderungen, bei denen ich nicht weiß, wie letztendlich sich auf 10 oder 20 Jahre der jetzige Standort verhalten mit wird.
Gold kann ich mitnehmen. Stecke ich in die Hosentasche und bin damit global mobil. Insbesondere, wenn ich das auch noch kombiniere mit Klär- und Lagerlösungen, wie wir sie mit dem Solid-Wertelager anbieten. Dann kann ich mein Gold überall auf der Welt lagern und an dem Ort, wo ich es brauche, auch verfügen. Ich kann es mir ausliefern lassen, ich kann es verkaufen, mir Geld überweisen, in der Währung, wie ich sie benötige und so weiter. Wenn Sie diese Einblicke interessant fanden, dann freue ich mich, wenn Sie diesem Video einen Daumen nach oben mitgeben. Noch mehr freue ich mich, wenn Sie auch noch mein Buch Gold und Silber für Einsteiger bestellen, um sich mehr mit der Anlage in Edelmetallen beschäftigen. Genauso auch, wenn Sie diesen Kanal abonnieren. Wenn Ihnen dieses Video überhaupt nicht gefallen hat oder Sie gar nicht meiner Ansicht sind oder der Meinung sind, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe, egal ob für oder gegen Immobilien oder Gold, dann freue ich mich, wenn Sie dies in Kommentaren unter diesem Video weitergeben. Genauso freue ich mich, wenn Sie mich dazu inspirieren, zu welchen Themen ich demnächst noch ein Video machen soll. Was soll ich Ihnen genaueres mit erklären? Ich freue mich darauf, weil auch dieses Video ist aufgrund einer Frage von einem unserer Zuschauer entstanden. Vielen Dank dafür. Wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten gerne noch tiefgründiger beraten werden, dann lade ich Sie ein, dass Sie auf goldsilbershop.de auf den Navigationspunkt Beratung klicken. Meine Mitarbeiter, sowohl in unseren Läden in Mainz und Wiesbaden, insbesondere in unserem Private Value Center, unserem Beratungscenter auf Private Banking Niveau im Herzen von Wiesbaden oder auch die Kollegen aus der Solid Premium Beratung, beraten Sie gerne telefonisch oder auch digital per Video. Ich freue mich darauf, Sie bald bei uns wiederzusehen und bedanke mich. Tschüss!